Was passierte eigentlich mit Voldemort nach seinem Tod? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Lord Voldemort und was mit seinem Körper geschah, nachdem er in den Heiligtümern des Todes Teil 2 gestorben und besiegt worden war. Eine Sache, die ich gleich zu Beginn erwähnen möchte, ist, dass sich dieses Video hauptsächlich auf die Bücher konzentrieren wird. Denn in den Filmen löst sich Voldemorts Körper einfach ins Nichts auf. Ein Ergebnis, das mit den Ereignissen des Buches völlig unvereinbar ist. Kurz vor seinem Tod hatten Voldemort und Harry in der großen Halle das folgende Gespräch. Harry sagt: "Ich weiß Dinge, die du nicht weißt, Tom Riddle. Ich weiß eine Menge wichtiger Dinge, die du nicht weißt. Willst du welche hören, bevor du einen weiteren großen Fehler machst?" Lord Voldemort sagt: "Ist es wieder Liebe? Dumbledores Lieblingslösung? Die Liebe, von der er behauptet, dass sie den Tod besiegt? Was wird dich also davon abhalten, jetzt zu sterben, wenn ich zuschlage? Wenn es diesmal nicht die Liebe ist, die dich rettet, musst du glauben, dass du eine Magie besitzt, die ich nicht habe, oder eine Waffe, die mächtiger ist als meine?" Harry Potter sagt: "Ich glaube beides." Und nach Harrys und Voldemorts lang erwartetem letzten Gefecht, als Voldemort schließlich von Harry besiegt wird, zerbricht seine körperliche Gestalt nicht in Stücke und löst sich nicht in nichts auf. Im Gegenteil, es passiert nichts Besonderes. Voldemort wird zu einem Leichnam wie jeder andere auch. Voldemort sah dem Tod, das Sterben, immer als reine Schwäche an. Ein Schicksal, das den Unwichtigen und Machtlosen vorbehalten ist. Ich finde die Art und Weise, wie sein Tod im Buch geschildert wird, recht interessant, weil es so alltäglich war. Sie brachten Voldemorts Leiche weg und legten sie in eine Kammer neben der Halle. Weg von den Leichen von Fred, Tongs, Lupin, Colin Creevy und 50 anderen, die im Kampf gegen ihn gestorben waren. Was geschah also mit Voldemorts Leiche, nachdem sie überführt worden war? Wohin wurde sie gebracht? Was in den Filmen völlig unerwähnt blieb, war die Ruhestätte von Lord Voldemort, eine geheime Kammer innerhalb von Hogwarts, in der sein Leichnam aufbewahrt wurde. Über den Kammerort wurde nichts bekannt gegeben, außer dass sie sich außerhalb der großen Halle befinden soll. Ein wichtiger Unterschied ist jedoch, dass Voldemorts Seele und sein Körper, seine körperliche Form, nach seinem Tod ein sehr unterschiedliches Schicksal erlitten. Während Voldemorts physischer Körper in Frieden zu ruhen schien, war seine Seele für die Qualen bestimmt. Voldemort hatte seine Seele bei unzähligen Gelegenheiten geopfert und alles getan, um sein Ziel der Unsterblichkeit zu erreichen. Zu Lebzeiten beging Voldemort eine Gräueltat nach der anderen. Er ermordete Menschen, um Horcruxe zu erschaffen, und tötete sogar ein Einhorn und trank dessen Blut. Eine Tat, die so abscheulich war, dass derjenige zu einem verfluchten Dasein bestimmt war. Ihr seht also, Voldemorts Seele konnte nie zur Ruhe kommen und für das Leben, das er sich ausgesucht hatte, musste er den ultimativen Preis bezahlen. Eine Existenz in der Vorhölle. Wie diejenigen, die nicht wissen, die Vorhölle ist ein Zustand, in dem man weder tot noch lebendig ist. Ein Ort, an dem niemand wirklich zur Ruhe kommen kann. Die Vorhölle wird oft als vergessener oder ignorierter Ort wahrgenommen. Ein Ort, der interessanterweise eine deutliche Erinnerung an Voldemorts prägende Jahre war, als er als Baby im Waisenhaus zurückgelassen wurde. Viele verschiedene Religionen oder Kulturen betrachten die Vorhölle auf unterschiedliche Weise. Ein Aspekt der Vorhölle ist jedoch für alle gleich. Es ist kein Ort, an dem man gern sein möchte. Einige spekulieren, dass die Vorhölle der Ort ist, an dem man kürzlich verstorbene Personen Entscheidungen treffen kann, ins Jenseits zu gehen oder als Geist in die Welt zurückzukehren. J.K. Rowling bestätigte jedoch in einem Interview, dass er dort für immer festsitzt, weil Voldemort seine Seele mit Horcruxen zerstört hatte. Eines ist jedoch sicher: Voldemort hat den ultimativen Preis für seine Verbrechen bezahlt. Ein halbes Leben in ewigen Qualen. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es das hat, würde ich mich gern über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, lass es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.